Lego Marvel Super Heroes, wir sind bei Tony Stark zu Hause und das ist aber gar nicht stark, weil da alles total zerhackt und zugenäht ist. Das heißt, wir müssen uns irgendwie den Weg zum letzten Iron Man Suit vorkämpfen, der noch nicht von Jarvis kontrolliert wird, weil Jarvis irgendwie verrückt spielt. Captain America, mach mal hier oben auf. Warum bin ich denn jetzt eigentlich wieder Captain America? Weiß ich nicht. Kann noch tauschen. Nee. Gott sei Dank. So, eine ganz schöne Angeberwohnung, oder? Schau mal, das ist schon ein Teil des Anzugs. Nehme ich den Anzug an. Dafür mache ich jetzt mal Shazam! Eureka! Laden kaputt. Wie? Wer zieht mich jetzt an? Ich kann mich doch nicht selbst anziehen. Mit Tony Stark. Ich muss ohne Anzug kämpfen? Ich wäre mich dennoch im Vorteil. Hm. Okay. Dann sollte es der wohl nicht sein. Nee, hoffe ich nicht. Aber irgendwie müssen wir das hier kaputt kriegen. Warte mal, erstmal doch mal alles kaputt machen. Hier kann man was bauen. Komm mal, jetzt kann man was machen. Genau. Wie ist das jetzt die Anzugkammer? Nee, das ist so eine Spalte. Oder? Hallo? Also ein Minispiel. Das muss ich da wieder mit der geilen Maus. Hast du das verstanden? Nö. Ist egal. Achso, damit haben wir die ausgeschaltet, glaube ich. Die. Oder zumindest gut genug kaputt gemacht. Kann das unser neuer Slogan sein? Gut genug kaputt gemacht. Da oben ist wieder so ein Nee, Ding. Das geht nicht. Doch. Nee, geht nicht. Doch. Tony Stark, Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop. Das geht nicht, greif dich auf. Und dann eins weiter. Noch eins weiter. Ups. Ah! Da lang! Ah! Ah, warte mal. Kannst du damit die Stromzufuhr irgendwo reinschießen? Oh, was ist das? So. Ich geh nur auf den Punkt. Au! Stell dich mal bitte nicht, ich mache hier meine Sachen so schön kaputt. Was ist das denn? Ach so, der. Geil. Hast du gerade gesehen, wie der vom Strom elektrifiziert wurde? Oh, schau mal, hinten steht auch so ein ziemlich cooler Anzug. Ist das War Machine? Oder Bohr Machine? Da stehen lauter so eine Anzüge rum. Als ob ich hier wohnen würde. Was ist denn das jetzt? Mit so einem komischen UFO rumfliegen. Hallo? Wo soll ich denn hin? Da weiter als so geht's nicht. Hier lang? Ah, warte mal, hier kann ich. Fahr mal rein. Hier kann ich doch schon was. Ich check's nicht. Doch, guck mal, du kannst durch den Schacht hier oben durch. Was? Nee, hoch. Flieg mal nochmal hoch. Und mal zurück. Geh nochmal rein. Ah, und jetzt hier so in den Vordergrund. Wieder eine Challenge für dich. Ah, und jetzt? Und jetzt da rein in das Energiefeld. Dann? Schieb lieber dich rein. Wir wollen da uns so landen. Ah ne, warte mal, der grüne Pfeil zeigt dir doch, wohin du sollst. Ob du wirklich richtig gehst, sag dir, wenn der grüne Pfeil angeht. Ah. Okay. Warum auch immer das ferngesteuert war. Weg, meine Anzüge. Oh, cool. Ach, schau mal, das ist der aus der Höhle, oder? Ja. Geil. Viel besser. Ein bisschen altmodisch für meinen Geschmack. Aber für den Zweck sollte es reichen. I am Iron Man. Down, 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 diddle, 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 down, down. Ja. Wer ist denn das? Ach, das ist hier der aus Iron Man 3. Der Eldritch. Dieser Typ, der da irgendwie in Jugendjahren mit Tony Stark zusammenarbeiten will und dann wird er doch von ihm abgewiesen und dann kommt er doch, um sich zu rächen. So der Oberschurke aus dem Film. Ach ja, stimmt. Hier gespielt von dem Guy Pierce, kann das sein?
kann es immer noch nicht auf. Hast du Raketen in dem Ding drin? Also auf Zielsuche. Iron Man. Da kann aber nicht. Doch, der kann fliegen. Oh, wie cool. Versuch mal da oben das Metall zu zerschießen. Hier so mit X gedrückt halten und dann drauf ziehen. Ja. Dann ist, glaube ich, ein bisschen näher ran. Ist auch komisch, dass wir jetzt keinen gemeinsamen Bildschirm haben, oder? Mhm. Oder ist das ausgeschaltet? Nee. Komisch. Strange. Jetzt kannst du es aber schälen. Ich kann da jetzt reinwerfen. Ja. Zack. Ja, was ist jetzt auch so lang? Das da klappt der Spike gerade auch. Ah, okay. So, jetzt musst du. Oh, holla! Dankeschön, Dankeschön. War denn der Eldritch da auch dabei? Nee, der ist, glaube ich, nach hinten gerannt gewesen. Oh, was ist denn da denn bei? Ah, nee, das ist nicht so. Wieso kommen die denn da aus irgendwelchen anderen? Nee, das sind doch die, die ihren Körper so zu Feuer machen können. Die brennen sich da durch. Wer macht denn deinen Körper? Das ist ein Iron Man. Das war auch in dem Kino. Ach ja, stimmt, doch. Ja. Yeah. Jetzt erinnere mich. Wo dann am Ende die seine Roboter-Fernsteuer-Armee kommt. Ich kann mich eigentlich nur noch wirklich gut an die Szene mit Dings erinnern und mit dem Kingsley. Ach so. Habe ich irgendwas aktiviert? Zum Beispiel das da. Oh, ist das? Oh, cool. Wallys großer Bruder. Wally. Walle, wie er ja heißt. Macht da irgendwas? Kannst du da drauf? Ja. Wenn ich hier drücke. Zack. I'm on it. Ach, der fährt nur so dieses kleine Stückchen ab. Ah, Flammen, das ist was, womit ich mich auskenne. Tada! Ah, okay. Ich wollte schon sagen, was habe ich denn davon jetzt gehabt? Tschüss! Aber der hat auch, ich meine, der Anzug hier, der hat nicht diesen. Der kann damit nicht so rumballern. Doch. So rumballern? Also. Vorhin ging das irgendwie nicht. Egal. Du kannst hier die Türen aufsprengen. Na, schauen wir jetzt wieder. Ah, ne, das ist der Arrow. Wenn wir jetzt Gold hätten, könnten wir. Wenn wir das Gold kaputt machen, könnten wir das kaputt machen. Warte mal, hast du nicht Flammen? Ja, eigentlich schon. Aber es ist wahrscheinlich dieselbe Art. Hier das Ding kaputt machen. Ja, das zählt. Okay. Ha, sorry, also wo. Bitte vergessen Sie das. Wie, damit kann ich nicht fliegen, weil er zu schwer ist. Wahrscheinlich. Der kann nur so ein bisschen schweben. Das ist ein ziemlich beeindruckendes Gebäude, Mr. Stark. Das der ist doch im Film auch nur so ganz kurz geflogen, oder? So. Ja, ich glaube nur, um irgendwie weit genug da wegzukommen. Ja. Aber ich glaube, dann ist ihm sein System einfach nur ausgefallen. Ja. Das war gar nicht so ein Problem. Na du? In deinem Vordergrund zu sehen? Das ist bestimmt Jarvis, der jetzt irgendwie böse ist. Ach so. Ach, wo mich jetzt geht? Doch irgendwas gemacht. Nee, ich kann nur diesen Schuss hier machen, dann ist halt jetzt mit Feuer. Das beeindruckt mich. Nur mit dem Essig. Also. Damit wirst du mich nicht überzeugen, mit dir zum Ball zu gehen. Was ist das jetzt? Gott sei Dank. Diesen Ventilator kannst du nicht irgendwie ausschalten, oder? Wo ist denn der? Bist du hier durch? Ich kann ja nicht fliegen. Ah, warte mal, aber du bist vielleicht schwer genug, dass du, wenn du hier hoch. Irgendwie müsste ich halt hier hochkommen. Achso, du kannst schon alleine hier hochkommen. Was ist das da oben? Das ist nur wieder so ein. Kannst du dich da hinhängen? Hier? Ja. Nee.
Irgendwie muss ich halt da hoch. Vielleicht kann ich da irgendwas draus bauen. Schwimmen das nur. Nee, das verschwindet nur. Was mache ich mit. Irgendwie muss ich diese Plattform unterbrechen. Ich weiß noch nicht wie. Das radioaktive Lego. Irgendwas haben wir gesehen. Ja, da auf jeden Fall nicht. So. Nee. Hä? Was stehen wir uns denn in letzter Zeit so blöd an? Hiermit. Warum wieder Flammen laufen? Irgendwie kann ich da aufschalten, aber ich weiß nicht, was es bringen soll. Macht halt nix. Aber ich kann doch mal versuchen, hier mit dem Schild nach unten gesenkt durchkomme. Das ist kaputt, ne? Und da reinschmeißen kannst du auch nix. Warte mal, kann ich denn. Jetzt mit dem Gold, das ist glaube ich wirklich, wenn du die richtige Figur hast. Das macht halt nichts. Da draußen vielleicht. Du kannst auch nicht von hier unten irgendwie noch da hoch schießen. Das. Zu diesem komischen Mechanismus da oben. Probieren. Ich kann mal versuchen, ob ich da ranhüpfen kann, aber ich glaub's nicht. Das hätte ich ja gedacht, dass du da irgendwie dich dahin hängst. Das sieht nämlich irgendwie schon so aus. Gehen wir weiter nach vorne. Doch! Oh. Wenn ich sage, was ist ein Teleporter jetzt? Oder einfach nur Aufwind. Naja, aber dann werde ich nach oben. Ja, aber dann werde ich jetzt trotzdem wahrscheinlich zu leicht sein. Nee, ich glaube, du kannst da runterfallen. Das ist schwer. Or am I? Oder auch nicht. Warte mal, kann ich das einschießen? Ja. Ich glaube, du brauchst noch einen Schuss. Wo sie sich drei sind, die in diesem Video spielen. So. Ja, Mensch. Wir haben dieses Videospiel, all das Einstufung, was? 12. 12. Das ist diesmal ab 12. Das heißt, das ist ja dann eigentlich genau unser Niveau. Das ist echt genau richtig. Scheinbar ja nicht. Ja doch, wir sind ja offensichtlich zu blöd dafür. Ja, wir rätseln damit. So, was fiebern, ja, fiebern den. Das ist genau der richtige Schwierigkeitslevel. Oh je. Was kann ich denn hier machen? Achso, ich glaube, da brauchen wir erst irgendeine Form von Laser. Laser. Da ist jetzt offen. Sollte mal durchgehen. Oh nein! Da muss man irgendwie so von links nach rechts. Sind diese. Das kannst glaube ich nur du machen, oder? Ich bin da zu fett für. Genau. Ah. Telekinese sagt, das wäre was für ein Spider-Man wahrscheinlich. Spider-Man. Das ist wieder irgendwas für ein Netzschwingen. Für jemanden, der mit Feuer arbeiten kann. Dabei soll man mit Feuer nicht spielen. Das ist echt immer viel auch für die anderen Figuren, ne? Mhm. Hier ist ja so ein Hulk. Darf ich hier irgendwas auch noch machen? Niemals. Ach, hier unten ist jetzt was offen. Da rein. Das kannst du jetzt zerschießen. Sehr gut. Cool. Da hier bestimmt ein Laser raus. Zeig doch. Den kannst du jetzt hier reflektieren. Umlenken, genau.
du damit die Sachen abschießen? Ah, oder so. Ja. Zack. Cool. Ha, und auf die Tür. Oh oh. Danke. Ich dachte, das lasse ich mir nicht. So, wenn die Starks ihm sein Schild gebaut haben, sollte man da nicht glauben, dass das gleiche Material auch in dem Anzug von Iron Man drin ist? Es gibt ja nicht so viel davon. Achso. Ist der Schild nicht auch aus Adamantium? Nein, nee. Oder also aus irgendeinem Material ist der Schild, wo der Stark noch zu ihm im Film zumindest sagt, ja, hier, das ist das härteste Material, was wir haben auf der Erde. Und dann fragt doch der Captain America sogar noch, ja, warum bauen wir denn da nicht, warum machen wir nicht mehr? Nee, alles, was es gibt, ist da drin. Das okay. Ist ziemlich cool. Keine Zeit dafür. Hat so ein bisschen was von Zordon von den Power Rangers. Rangers. Das haben wir bei GTA letztens entdeckt. Zordon? Da, nee, das ist da auch so eine Power Rangers Serie. Gibt bei der Originalplakate. Die Republican Space Rangers? Nee, das ist ja Starship Trooper. Ach so. Die hießen auch anders. Power irgendwas. Power Fight oder so. An der Wand. Haben wir etwas, was da hineinpassen könnte? In dieser, Sie wissen schon, Schildöffnung. Holla! Jetzt habe ich mein Schild verloren. Wieso? Weil der drin steckt. Wie, wo? In der Anlage, damit die anbleibt. Und jetzt? Ach, jetzt. Nee, der kam so langsam zurück. Jetzt. Wie operiert der Tony eigentlich in seiner Werkstatt, wenn er nicht gerade Captain America da hat? Er kommt nicht rein ins Haus. Fordere sofortige Bereitstellung des Mark 42 Anzugs an. Ui. Das war cool im dritten Iron Man Film mit den ganzen Anzügen. Welcher ist denn der dann auf ihn zugeflogen kommt? Ist das dieser Mark 42? Das weiß ich nicht. Hey. Ich dachte, ja, das ist der. Das war cool. Wie er dann so halb angezogen in dem Haus vom Mandarin da rumschießt. Das ist eine Laser. Oh. Guck mal, du kannst jetzt goldene Objekte zerstören. Cool. Oder auch nicht. Musst du da näher ran? Oder musst du diese komischen Systeme. Du musst näher ran. Damit hättest du jetzt auch diese ganzen Anzüge befreien können. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Das ist ja geil. Kann ich da frei drin rumschneiden? Nein. Ich will nichts hören, ich kann da frei drin rumschneiden. Ich Ach, bin Iron Man. Ne? Reaktorlagerzugang gewährt. Mandarin. Dem kann ich ja gar nichts anfangen. Loki, es ist vorbei. Es tut mir unaufrichtig leid, aber ich benötige dringend eine starke Kraftquelle, die wenig kostet. Nun, du stiehlst von den Besten. Das ist nicht das Einzige, wobei wir uns bedient haben. Wo willst du hin? Traue nie einem Halbgott. Seid euch sogenannten Avengers eine Lektion zu erteilen. Ah, er kann sich unsichtbar machen. Du Clementine, ich hab dich echt satt. Das ist echt komisch mit dem Spitzkrieg, oder? Ja, das merkt man. Ich kann ja mal kurz den. Vielleicht ist es auch nur der Level. Ja, wir machen mal Blitzkrieg nochmal auf fertig und das war nochmal auf dynamisch zurück. Ja. Okay. Bin ich wieder auf der anderen Seite. Nee,
scheint irgendwie der Level zu sein. Damit hättest du recht. Oh, jetzt bin ich hier betäubt. Schon irgendwie erkannt, wie wir die einfach reinhauen. Ja, wow, hallo. Fast ein bisschen unfair, dass ich jetzt hier mehr oder weniger unverwundbar oben rumschweben kann. Jedem einfach eine Rakete ins Gesicht schießen. Nach wie vor nur im Match. Du müsstest mich jetzt wieder befreien. Jetzt können wir den hauen. Naja. Guck ja, wie der immer kurz ankommt, sich eine runterfängt. Foltermord. Haben wir eigentlich schon von unserem tollen Lego-Büro erzählt? Nein, wir haben von unserer Zuschauerin Sabine ein unglaubliches GameTube-Büro-Lego-Spielset geschickt bekommen. Also ein handgeklöppeltes. Wir sind schier wahnsinnig geworden. Das ist so viele Details drin. Ja. Wahnsinn. Wow! Oh, geil. Also auch an dieser Stelle nochmal vielen, 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 vielen Dank. Ja, hätte mal einen Schlüssel für das Ding entwickelt. Ja. Und er kann dann alles, was halt kann? Ja. Ja. Oh nein, der kann auch den Trick mit gechillt rumfliegen und Raketen schießen. Aua! Das 22 von den Typen müssen wir hier noch kaputt hauen. Das ist ja gleich passiert. Das ist selber zu so einem Bodycon. No! It's too many! They are too many. Ey, wie ich die anstelle? Ja, was macht denn der da? Hast du gerade gesehen, was Iron Man mit seinem Schild gemacht hat? Ja, Captain America meinst du? Nee, was? Ja, Captain America. Da total Quatsch gemacht. Hausparty. So rumjongliert. Hä? Jetzt haben wir auf einmal die dynamische Kamera. Jetzt kommen auch die ganzen anderen Iron Mans. Cool. Ich glaube, das ist jetzt gar keine dynamische Kamera. Wenn ich jetzt nach hinten rennen würde, dann. Bin ich die jetzt alle? Siehst du sie alle? Ich darf hier unten nur rumrennen oder was? Nee, ich bin nur der eine. Ah doch, da haben wir das bringt ja was. Der eine, der so erratisch rumfliegt, der bin ich. Chef, was machen Sie da? Das ist ja nett. Cool, ja, ich glaube, ich kann das machen. Das geht doch hier nicht mit rechten Dicken zu. Nee, und das stimmt sogar jetzt gar nicht. Ach doch, schau mal, siehst du, ich kann noch was bauen. Weil seine Lebensenergie nämlich überhaupt nicht mehr runterging. Nee, ich konnte auch nicht mehr auf ihn aufschalten. Also, wenn mein Fadenkreuz auf ihn drauf war, ist es sofort verschwunden. Jetzt verliert er wieder. Captain America auch noch machen dürfen. Jetzt kommt das super Captain America-Schild. Oh nein, jetzt wird er mit Freiheit weggeblastet. Wow. Dann operieren wir doch mal. Du kannst jetzt deinen Laser benutzen, um da hinten so eine goldene Platte wegzuhauen. Mach ich das auch gleich mit. Gezielt drücken. Das ist der falsche Anfang. Genau.
Sauber. Raus da! Na, magst du meinen Anzug? Ich habe eine Schwäche für Oldies. Oh. Dass mein Turm nie verschont bleibt. Gewonnen! Level geschafft. Und wieder eine Monsterfolge. Unglaublich. Also, hier darf sich jetzt mal keiner beschweren. Außer darüber, dass wir die Lösung für die offensichtlichsten Rätsel immer nicht finden. Ach, das was soll's. Das erwarten wir ja. Ist ja alles gespielt, steht alles im Skript. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.